So, du miese Sau. Ich hab dir jetzt genug Zeit zum Nachdenken gegeben. Sag mir endlich, wo du den Jungen versteckt hast. Oder ich verspreche dir, das wird dein letzter Tag auf dieser Erde sein. Ich habe schon mein ganzes Leben lang kriminelle Subjekte wie dich entsorgt. Und du wirst sicher keine Ausnahme dafür sein. Ich werde dich so lange foltern, bis du alles auspackst, was du je verbrochen hast. Jetzt rede! Max, ich bin's, dein Kollege Heine. Wir haben in demselben Fall ermittelt, verdammt nochmal. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, Freundchen. Wo ist der Junge? Du weißt auch ganz genau, wo er ist. Wir haben ihn gefunden, lebendig. Aber sein Entführer hat dir eins mit einem Brecheisen auf den Hinterkopf gegeben. Das hat dich außer Gefecht gesetzt. Ich glaub dir kein Wort. Es ist aber wahr. Ich hab den Kerl erschossen und hab mich dann um dich gekümmert, bis du wieder zu dir gekommen warst. Aber dann bist du völlig ausgerastet. Ach ja? Freundchen, wenn das so ist, wo ist dann dein Dienstausweis? Schau in deinem Sakko nach, Max. Ach du Scheiße, du bist ja wirklich ein Bulle. Das hab ich doch gesagt. Jetzt mach mich los. Momentchen mal. Wenn wir beide den Jungen lebendig gefunden haben, warum habe ich dich dann in meiner Wohnung angekettet? Weil du geglaubt hast, dass ich der Entführer bin. Aber wo ist der Junge dann? Schau in den Schrank danach, Max.